Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft, zusammen mit den Dalu, der Mulenya und den Crab. Wir sind immer noch hier in der Instanz. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Irgendwas mit Steinhauer. Klingenhauer. Karl der Klingenhauer. Karl der Klingenhauer. Genau. Dalu nervt. Mit seinen scheiß Fässern, ne? Es gibt keine Abkürzungen überhaupt mehr. Die ganzen Wege sind zu. Du musst die Instanz so machen, wie sie vorgesehen ist. Ah, das ist ja doof. Ja, man wird gezwungen. Echt bestialisch. Da los hier runtergefallen. Ihre Sprung. Ja, toll, die alte Petze. Was man aber damals machen konnte, ist seine Texturen so ändern, dass du durch Türen durchkamst, die nicht mehr existieren. Also weil du konntest Türen einfach aus dem Spiel rausnehmen. Ja. Zum Beispiel, ganz viele Leute haben im Battleground diese Tore, die das den Start versperren, gegen Blumen ausgetauscht. Dann konnten die direkt am Anfang an dieser Blume vorbeilaufen. Das heißt, für die war das Tor nicht zu. Okay. Die konnten halt im Alteraktal schon Friedhöfe tappen, bevor die anderen überhaupt loslaufen konnten. Und das war ja Cheaten dann, ne? Nee, natürlich. Ja, war wir ja müssen ja auch die Formulierung hier mit einbringen, ne? War ja sowieso verboten, Skins zu ändern. Du konntest ja auch einfach nur Skins ändern. Für dich war, hat sonst keiner gesehen, aber es war auch verboten. Ja. Und im Alteraktal gab es den Bug, dass das Tor zu spät zugegangen ist. Also wenn du wirklich einen relativ schnellen Rechner hattest und dann halt auch noch eine Fähigkeit mit Sprinten oder die Raketenstiefel extrem, hast du es geschafft, durch das Tor durchzukommen, bevor es runtergeht. Dann konntest du auch schon loslaufen direkt. Auch nicht schlecht. Wie die hier rumquietschen, ne? Ja, ist ja. Ehrliches Volk. Mann, die Schweine, Schweine die. Ruhe, ey. Ich freue mich auf die größeren Instanzen. LBS und UBS werden cool. Ich freue mich darauf, bis der Dulu mal Schaden macht. Ich freue mich. Ja, dann willst du lange ich drauf freue mich, warten. Wenn wir in der Scherbenwelt sind. Ja, Scherbenwelt ist cool. Ja, ja. Ich hasse ja, Scherbenwelt. Ich finde die cool. Ist super. Da nur in die Sprinten. Die Questgebiete sind irgendwie blöd. Ja, die Instanzen sind besser, ja, aber die Questgebiete waren schrecklich. Also außer halt Nagrand. Nagrand, würde gerade sagen, das war immer so mein Favorit. Ja. Also ich mochte das, Schattenmontal visuell zwar nicht, aber da war Questen am besten. Haben wir eigentlich keinen Magier, der uns Portale macht und so? Nee. Wieso hat keiner von euch einen Magier genommen? Weil Magier doof sind. Ich brauche keinen Magier. Ich finde Magier cool, ich hätte ihn sogar gespielt, aber... Ja, hättest du einfach gemacht. Nein. Ja, wir hätten uns dann das Equipment weggenommen. Ja, bis Level 80 sowieso nicht. Also ja, von daher wäre es ja egal. Ja, und dann soll er dann umschulen? Ja, nee, man kann ja noch sein Account-gebundenes Equipment. Man kann ja sein Account-gebundenes Equipment ja nachher mit auf 80 ja umtauschen bis Level 85. Oh, ich glaub, ja, aber irgendwann sind wir Max-Level und spätestens dann würfeln die auf dasselbe Equipment. Ja, und dann gibt's mal wenigstens ein bisschen Action. Die streiten sich während der Aufnahme. Nur wegen Equipment. Die bekriegen sich. Ach, das wird später noch viel besser. Wenn dann die Gier einsetzt. Ja. Wenn die Farben blau-violett wird irgendwann, dann setzt die Gier ein. Ja. Deswegen spiele ich ja Platte nachher. Und einen Magier habe ich sowieso schon. Ja, Magier habe ich auch schon. Ich habe auch alles. Ich hätte eigentlich auch einen Druiden, einen Mönch anfangen müssen. Na, so viele Chars habe ich nicht. Ich habe alle auf Max-Level gespielt, außer den Hexenmeister, aber dafür dreimal den Schurken. Dreimal den Schurken? Ja, damals war das ja wegen Waffen und so. Also wenn du Arena oder sowas gemacht hast. Wenn du Arena und so gemacht hattest, konntest du ja einen Dolchschurken, Schwertschurke oder Kolbenschurke und dann habe ich mir gedacht, ich nehme einfach alle drei. Ich habe nur Druiden, habe ich zwei Stück auf Max-Level. Einen auf Katze. Den hatte ich aber vor einer Weile mal gelöscht und
Nein, auf Bäumchen, oder? Genau. Und jetzt spiele ich gerade wieder einen hoch auf Katze. Ja, ich habe auch jetzt einen angefangen, einen Schaman, immer so aus Langeweile, auf den gleichen Server. Na, Schamane habe ich jetzt ja, bin ich mit dem dritten auf Weg, Max Level. Den werde ich dann, das ist ein Pandan und ich dachte mir, ja, den machst du dann später auch auf, Hordler. Mhm. Hätte er hier gezwungen, Horde zu spielen. Richtig so. Gute Fraktion. Die einzige Fraktion. Aber wir halten hier noch nebenbei. Ich. Ja. Ich meine jetzt ernst, ich habe euch gerade alle einmal geheilt. Ich wollte sagen, ich brauche ja nicht mehr heilen hier, dann kann ich ja mitkämpfen. Weil wenn man Langeweile hat als Druide in einer Instanz, dann wechselt man einfach von Eule in Katze und kämpft. Super effektiv. Ach, das ist ein Boss, sag das auch einer. Hätte ich mich doch angestrengt. Hör auf zu gasen, hier hast du Sonnenlicht. Ich weiß ja gar nicht, was er machen soll. Ja, hier steht dann einfach nur. Was ist und denn hier los? Was ist das? Und das her? Ich sehe das Licht schon. Boah, bevor ich getötet werde. In diese Karotte, die hier unten mir angezeigt wird, ey. Was? Drüben eine ist. Karotte? Nee, die Pflanze. Achso. Brauch mir von diesen Pflanzen, dann kann ich dir dein Büfel herstellen. Kassen muss ich trotzdem. Hm. Geberin. Obwiegst du, wenn. Wer bombt denn da? Ach, das ist ein Magier. Wer sonst? Von wem habe ich denn Intelligenz-Buff gekriegt? Von mir. Ist das von mir selber? Nein. Intelligenz um. Wenn du dir diese Frage stellst, dann ist es nicht von dir selbst. Wer in WoW verteilt Intelligenz? Nein, nein, aber habe ich das von mir selbst? Warte mal, hast du das? Nee, hast du gar nicht. Wieso hast du das denn nicht? Das verstehe ich nicht. Hier, bitte, hast noch was. Ja, und hier kriegst du noch einen. So. Aber von wem ist der Intelligenz-Buff? Vom Magier. Ja, von Magier natürlich. Ach, vom Magier. Ja, weil er anders aussieht jetzt. Der sah ja, wie sah vorher der Buff auf? Das sah ja ganz anders aus. Zwar auch blau, aber nicht mit so einem Schild da drinne. Da haben die alles echt geändert, ey. Den Magier, den haben wir halt schon ignoriert. Den kommt der Intelligenz. Ja, du. Den kann jetzt der Dudu. Yeah. Nein, das war ja nicht das Schlimme. Die schlimme Frage war, kommt der von mir selbst? Aber ich dachte, dass ich durch diesen inneren Fokus vielleicht verursacht habe oder so. Daher da war ja meine Frage. Ich habe ja noch nie vorher einen Priester gespielt. Ne? Und den Magier habe ich ja gekonnt ignoriert. Aber Magier sind richtig stark. Magier machen im PvP, finde ich, sehr viel Spaß. Aber nicht in der Arena. Also in der Arena sind sie lame, aber im Battleground machen die unglaublich viel Spaß auf Frost. Frostmagier. Ja, ich meine, Magier sind im Allgemeinen sau stark. Das ist heftig, was sie an Schaden raushauen können. Naja, aber wenn, wer von den Zauberern. Also muss ja der Magier sein, der am meisten Damage von den Zauberern macht. Also. Ja. Ist vom, allein vom Namen her muss es so sein. Genauso wie der Krieger am meisten Damage im Nahkampf machen müsste. Ja, theoretisch. Ja. Du aber nicht. Nee, der Krieger nicht. Den liebt keiner in WoW. Ich finde den Krieger toll. Ja, er macht Spaß, aber er ändert sich auch von Addon zu Addon immer um 180 Grad. Mach, lass uns mal was Neues ausprobieren. Ich war letztens nämlich mal auf BlackRock und habe meine alten Chars mal wieder leicht angezockt. Brauch ich mit dem Krieger gar nicht machen. Das ist gleich vergessen. Gibt es den Titan Grip eigentlich noch? Er kriegt ja kaum einen normalen Mob tot. Gibt es den Titan Grip noch? 2x2-Handwaffe? Ja, klar. Oder ist das schon wieder out? Nee, das gibt's noch. Für Agamaga gibt's das noch. 2-2-Händer sieht halt unglaublich pornös aus. Ja, das ist richtig geil. GZ. Molena, sind wir eigentlich wieder gleich auf, was das Leveln beziehungsweise mit dem... So ziemlich, glaube ich, ja. Soll ich einen Cooldown? Nee. Ich hätte jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Felder noch. 2, 3, 4, ja, 4,5 circa. Du hast dich nach vorne geschummelt. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen aufgeholt. Du hast so ein bisschen zu viel geknirscht. Ja, ein oder zwei Mobs waren dann doch zu viel. Also,
Krabs, hast du Krieger zur Zeit WOTLK Anfang gespielt? Ja, klar. Kennst du den, was war nochmal der Stat für Nahkämpfer? Angriffsschaden? Hieß das so? Ah ja, Angriffsschaden. Wo du das als Krieger in Unendliches decken konntest und dann einfach so 2 Milliarden Schaden mit einem Auto-Attack gemacht hast? Das weiß ich gar nicht. Es gab eine Fähigkeit, ich weiß nicht, ob wie die jetzt heißt, Furore oder so, die hatte kurzzeitig Angriffsschaden gegeben. Und jedes Mal, wenn du durch ein Portal gegangen bist, während die Fähigkeit aktiv war, hat sich das gestackt. Okay. Und dann bist du immer Naxxramas raus, Naxxramas rein, Naxxramas raus. Und dann bis es so hoch war, dass du halt Milliarden von Attack-Damage hattest und dann hast du einfach alles mit einem One-Hit weggehauen. Nee, sowas kannte ich gar nicht. Haben sie direkt nach einem Tag wieder genervt. Also rausgenommen halt. Nicht genervt, sondern starkes halt entfernt. Erste Hilfe. Aha, die Bücher gibt's ja auch noch. Das ist gut zu wissen. Oh, Erste Hilfe. Ach, Erste Hilfe. Gar nicht. Nee, dafür habt ihr mich ja. Also. Okay, nachdem du das gesagt hast, das musste ich mir dafür. Nein, Spaß. Eine Klasse, die sich selbst gut heilen kann, wozu braucht die Erste Hilfe? Arena. Ja, da kannst du aber genauso gut eben mal schnell. Guck dir doch die Mana-Dings an. Du bist ja nicht mehr leer. Nee, die Zeiten sind vorbei. Nee. In der Arena schon. Musst du ja. In Arena-Kampf, wenn zwei Seiten dieselbe Klasse haben, irgendwann muss es ja enden. Und dann kämpfst du halt Stunden. Und ein Verband ist schon immer was Feines gewesen. Ja, nee. Musstest du aber auch eine Zeit lang erstmal casten quasi. Oder anwenden. Ja, aber du konntest einen Verband im Kampf benutzen. Trinken und so weiter konntest du nicht im Kampf. Das war halt der große Unterschied. Und mit dem Verband hat man Silence gebaitet, indem du einfach dich verbunden hast und der Gegner denkt, du castest gerade irgendwas. Und dann kam Silence auf nichts. Ich pflück nebenbei Blumen. So bin ich. Und klaus wie meine Feder, um schneller zu werden. Was klaue ich? Meine goldene Feder, um schneller zu werden. Die da. Oh. Diese? Ich dachte, du wolltest mich ganz schnell zu meinen Blumen bringen. Nicht wirklich. Ich muss ja auch irgendwann mal ein bisschen schneller werden, ne? Hast du eigentlich jetzt mittlerweile die Glyphe? Welche? Für dein Reisemount? Nee, hab ich nicht. Die kostet hier immer, irgendwie, keine Ahnung, 150 Gold oder so. Oder nee, mehr. Die kosten zwischen bis 600 Gold kosten die Glyphen hier. Echt so übertrieben teuer? Ja, das. Auf dem Server hier ist das echt übelst. Die sind alle geldgeil hier. Nee, bei uns war das aber damals so, auf Destromat. Also hier war alles teuer, weil auch jeder einfach reich war. Also Geld hatte hier auf dem Server gar keine Rolle. Also das ist wirklich Sachen für 100.000 im AH und sonstiges. Das waren ganz normale Preise. Für Neuankömmlinge war es dann sicherlich schwer. Neuankömmlinge konnten damals auf Destromat gar keinen Charakter erstellen. Du hattest ja damals die Grenze, da gab es ja auf Blackrock konntest du keine Chars erstellen, auf Gul'dan nicht, auf Destromat, Frostwald, die waren ja alle voll und gesperrt. Stand auch sogar dieser Hinweis dran für Neulinge, dass die darauf nicht spielen sollten. Ja. Wir haben unseren Server genannt. Ich habe unseren Server schon öfter genannt. Ja, es wird dann auch noch fleißig gefragt, auf welchem Server spielt ihr? Und wer jetzt fleißig aufgepasst hat, der weiß es jetzt. Aber der hat auch eine coole Gilde. Der Typ, reiche Schnösel. Er passte gerade zum Thema. Falsche Seite. Bleib da. Warum machen wir das hier, Dalo? Was? Da will ja die Person lang. Dann geht das Portal auf und dann geht's weiter. Das ist, glaube ich, ein Boss. Ich weiß. Du gehst direkt zum Endboss. Ach, wirklich? Ich will auch mir hatte mal ein Zuschauer geschrieben gehabt, dass wir doch, wenn wir in eine Instanz gehen, unsere Mitspieler einweihen sollten vorher, dass wir doch aufnehmen sollen.
Aber warum? Man weiß ja nie, ob die das wollen. Da hat er ja kein Recht zu. Solange er in dem Spiel drin ist, hat er ja kein Recht. Er kann ja machen mit ihm, was ich will. Hauptsächlich müsstest du ja auch, wenn du in der Welt unterwegs bist, in jeder Stadt, sobald irgendjemand sich nähert und auch nur in Sichtweite kommt. Und jetzt können wir weitergehen. Der steht man nicht. Könnte aber Werbung machen. Also wie gesagt, ob die das wollen und auch wenn er jetzt sagen würde, er will das nicht, hat er da gar kein Mitspracherecht. Ja. Nee. WoW darf man aufnehmen und alles, was da drin passiert, gehört mit dazu. Das ist, kann er erzählen, ist was nun mal er mag. Multiplayer und da muss man dann einfach auch mit rechnen, wenn man solche Spiele spielt. Nein, aber du hast, allein wenn du die AGBs akzeptierst und sagst, hast du gar kein Recht dazu, dich darüber zu beschweren. Ja. Du könntest sondern nicht spielen, wenn er das nicht möchte. Oh, was ich früher so lustig fand, ist, dass du als Dudu in der, halt als Heiler, in der Baumgestalt, wenn du noch Dornen hattest, gibt's ja jetzt auch nicht mehr. Doch, gibt's noch, aber glaube ich nur später und dann auch nur kurz. Achso, okay. Also den Dornen-Buff und dich dann selbst geheilt hast, konntest du im BG einfach nur rumstehen und machst nichts. Mhm. Die Gegner haben sich dann an dich selbst, also an dich totgeschlagen. Wegen den Dornen. Ja, das stimmt. Der Krieger nicht auch so eine Fähigkeit? Ach ja, Gegenschlag. Ja. 30 Sekunden, wo die Schurken dann alle drauf gehämmert haben. Genau, die kannst du einfach so in die Fresse zurückbekommen. Dann wurde noch zu sterben. Aber der Schurke hatte in BC hatte er eine gute Fähigkeit gehabt, von der Schippe springen. Die war cool. Ja, richtig, das war richtig geil. Schlag, der dich getötet hätte, zieht nur so und so viel ab oder so. Und du bekommst 3 Sekunden lang irgendwie kein Damage, also weniger, viel weniger. Ja, sind das nicht die Ausweichchance erhöht? Ja, auf jeden Fall hattest du die Chance, danach zu überleben und nochmal abzuhauen. Ja. Was ich auch blöd finde, ist, dass der Dudu jetzt kein Flächenschaden hat. Kommt auch später. Hat er keinen Sternfall mehr oder so? Ja, ich oder? Weiß, richtig, das kommt erst viel später. Ein riesiges Schwein. Ja, zumindest Harrington oder so wäre schon ganz cool gewesen. Hurricane. Ja, den Buff gibt's ja auch nicht mehr. Das ist doch hier, was liegt denn hier? Hier, das brauche ich. Ach, das ist eine Blume. Oder Sternregen fand ich auch mal ziemlich geil. Früher hattest du ja noch nicht die Glüche dafür. Da hast du einfach alles in der Umgebung gepult und der Tank hat sich dann immer beschwert. Mist, wir haben hier so eine soziale Instanz. Wenn der Typ, der Magier jetzt zum allerersten Mal hier ist, wird er die Quest da unten nicht haben, aber die brauchen wir nicht. Ja, dann hat er Pech gehabt. Der muss sich hier anpassen. Welchen Level ist er denn? 35, der wird sich doch wohl schon gemacht haben. Jetzt sagt er, machen wir die Quest zusammen? Nein, die müssen leider weg. Das ist aber unfair. Ja. So ist der Dalu halt. Tschüss. Nee, ich nicht. Das kann ja, lass doch erstmal fragen, ob er sie überhaupt braucht. Also wie es aussieht schon, oder? Dalu macht doch unnahbar. Er soll erst zu uns kommen. Blümchen für alle. Yay! Klimm schön! So, wer hat sich jetzt bis jetzt gerade überlegt, ob ich mich einlogge oder nicht? Wie? Also ich nicht. Ich auch nicht. Achso, der Magier ist so Anfang der Instanz geportet, um. Der ist rausgegangen, nachdem er sich dann geportet hat, um die Quest abzugeben. So. Wir können jetzt eigentlich, wir hier anfangen, ich weiß seit Jahrzehnten nicht mehr. Wir könnten den Part beenden, bevor wir hier dann gleich losrennen. Euren Stolz. Nur der Mann. Ja. Eben die Quests annehmen hier. Ja. Alles klar. Gut, meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge von WoW. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.